Der Dreamliner der Lufthansa zirkelt Kreise in die Luft. Dann haben wir noch einen Business Class Sale mit der Lufthansa. Und als drittes Thema, was wollen wir als drittes Thema promoten? Ich weiß es jetzt gar nicht. 2500 Payback Mile für Bild-Abo? Gute Idee. Gute Idee. Mario Hoffmeister und Lars Korsten, wir sind hier, um euch heute wieder mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Der heilige Sonntag, auch wenn ihr gestern geschaut habt, seht ihr selbes T-Shirt, selbes Setting, Mario auch, ne? Wir haben uns einfach nicht gewaschen und wir haben durchgemacht. Aber das befreit euch nicht von der Pflicht des Abonnierbefehls. Abonniert den Kanal, denkt daran, bitte die Glocke anzumachen, lasst uns einen Kommentar unten da und ganz, ganz wichtig, liken. Danke dafür, dass ihr es getan habt und nochmal, seid froh, dass es kein Großfernsehen gibt. So, das erste Thema, der Lufthansa Dreamliner, der viel gescholtene, und da reden wir nicht von den vier Stück, die irgendwie dazwischendurch gekauft haben, die sind ja auch nicht da, sondern der erste, der für Lufthansa richtig produziert worden ist. Tja, ja. Willst du uns dazu was sagen oder sagst du nur ja? Na, ich sag nur ja, weil wir sind ja froh, dass er überhaupt mal kommt. Es hat ja, sehr lange gedauert. Und wir hoffen mal, dass er dann auch tatsächlich noch so einigermaßen pünktlich kommt. Und wir sind vor allen Dingen gespannt auf die Ausstattung dieses Fliegers. Ja, wobei es sind fünf übrigens, die Lufthansa billig geschossen hat von der Restrampe. Ich hatte vier aus Versehen gesagt. Man wird ja ganz wuschig. Es waren, glaube ich, vier Airbusse 350, die man geholt hat. Daher mein Fehler. Man hat ja bei der Boeing richtig Probleme in der Produktion mit der 787. Da gibt es ja von der FAA richtig Themen. Deshalb finde ich das schon relativ gut, dass man Testflüge gemacht hat ab Charleston. Ja. Und Flight Radar hat diesen 2 Stunden 43 Minuten langen Flug getrackt. Und soweit, so gut. Gestartet, gelandet und alle happy, ne? Ja, alles noch heile. Und ich hoffe ja, dass die amerikanische Luftaufsichtsbehörde jetzt auch mal ein bisschen kritischer und strenger auf die Dinge schaut. Denn das ist ja im Sinne von uns allen, die wir in den Kisten mitfliegen. Nichtsdestotrotz denke ich mal, dass das okay sein wird. Und ja, ich freue mich drauf auf den Flieger, wenn der dann in die Lufthansa-Flotte integriert und eingeflottet wird. Wenn man etwas integriert und einflottet, heißt das, dass man auch Bedarf an neuen fliegendem Personal hat. Die Lufthansa sagt, hey, du kannst dich bei mir bewerben, wenn du einen Flugschein hast. Und man hat zwar die Pilotenausbildung kastriert, um es mal ganz brutal zu sagen, mit Arizona hat man ja an United verkauft, hat dann die Bremer Piloten versucht irgendwie abzuspeisen, was dann vor Gericht gekippt worden ist. Und jetzt sagt man, wir können jetzt Piloten mit einer ATP, also Air Traffic Pilot Lizenz, annehmen. Und die Kosten sind bei 105.000 Euro. Ja, Schnäppchen. Ja. Was ich lustig finde. Wir beide nicht mehr. Nee, wollen wir auch nicht mehr. Ich habe keinen Bock, Kutscher zu werden. Kein Platz für mich auf dem Bock. Wobei mit dem Flugschein, muss ich mal gucken, ob ich den wieder aktiviere. Das erinnert mich daran. Auf jeden Fall lange Rede, keinen Sinn. Was spannend ist, ist halt wirklich, dass die Ausbildung trotzdem noch in Arizona, in Goodyear, um ganz genau zu sein, stattfindet. Obwohl es bei United ist. Und ich hoffe mal, dass Lufthansa das Ganze auch ordentlich durchgerechnet hat, dass man sich da nicht wieder verkalkuliert, genauso wie man sich verkalkuliert hat bei dem Verkauf von anderen Dingen in der Lufthansa-Gruppe. Also insofern. Ja. Es gab ja da auch viele kritische Kommentare, auch von ehemaligen bekannten Lufthansa-Piloten, die gesagt haben, das ist eigentlich keine gute Idee, denn so eine Pilotenschule ist ja auch immer ein gutes Invest in die Zukunft. Ganz genau, und das war ja in meinen Augen auch eins der USPs von der Lufthansa, wo man gesagt hat, dass man die Jungs, die vorne, und die Mädels natürlich, Entschuldigung, die vorne auf dem Bock sitzen, von Hand ausgewählt worden sind, persönlich quasi, also Handaufzucht sind
Und ich erinnere mich auch daran, dass man zum Beispiel bei vielen Fluggesellschaften keine ehemaligen Jetpiloten oder Militärpiloten genommen hat, aus dem Grund, weil diese Mentalität halt einfach anders ist, weil Jetpiloten, die militärisch ausgebildet worden sind, haben halt immer nur ein Ziel und das ist Mission, 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 accomplishen. Und in der Aviation, die wir in der zivilen Luftfahrt haben, ist es halt nicht so, dass man ankommt um jeden Preis und also von A nach B fliegt, sondern auch wirklich kein Risiko eingeht. Und ich weiß nicht, ob das ein qualitatives Problem ist und wird, aber ich finde es halt schade, weil es doch ein USP der Lufthansa war. Eine Fluggesellschaft, die das weitermacht, ist Emirates. Also Emirates hat immer noch mit ihrem Aviation College in Dubai Maßstäbe, die sie setzen. Und ich finde es halt einfach nur bezeichnend, dass man bei Lufthansa die Spirale nach unten dreht. Absolut. Spirale nach unten, Eurowings für viele. Viele, die nicht an den Zentralhubs wie Frankfurt und München sind. Findest du das einen harten Cut? Nee, ich finde das ehrlich, weil ich gesagt habe. Nein, 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 ist ja, gehört ja zur Lufthansa irgendwie, ne? Ja, aber es ist eine Spirale nach unten. Also wer dagegen sprechen Ja, möchte oder ja. dafür, kann unten kommentieren. Nimmt die Kommentarspalte, da könnt ihr mich wieder durchbeleidigen, das ist okay für mich. Oder aber auch einfach, wer es möchte, kann mich auch persönlich auf WhatsApp beleidigen. Insofern, ich nehme das gelassen. Ansonsten nochmal der Hinweis, Stammtisch 29. März in Frankfurt, 18 Uhr im Hyatt Place. Ja, man ist ja in Prag gestartet letztes Jahr, Stockholm startet man jetzt auch, hat neue Codeshare-Abkommen umgesetzt und damit erweitert man das ganze Eurowings-Projekt. Ich weiß nicht, ob es zu meinem Leidwesen ist. Wenn die Qualität stimmt, ist es auch okay für mich, aber auch hier wieder der Hinweis, es geht sich hier wieder nur darum, Geld zu sparen. Wir haben übrigens immer noch unseren Eurowings-Discover-Flug nicht gemacht. Stimmt. Stimmt. Ja, also Disco fliegen wir noch nicht. Dann müssen wir uns wieder mit ein bisschen Krieg beschäftigen, nachdem wir ja berichtet hatten, dass die Lufthansa sich um seine Lemberger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekümmert hat, was sehr vorbildlich ist, hat die Lufthansa jetzt, glaube ich, auch im Auftrag der Bundesregierung aus Moldawien, Moldau, Moldau, Genau. Moldau, ist Moldau Aus Moldau. Moldawien? Moldau ist Ja. Moldawien? Luftbrücke nach Moldau. Luftbrücke nach Moldau. Gut. Gestartet, aber da sollte Mario was sagen, weil das ist ja von unserer Bundesinnenministerin Frau Faeser. Erinnert mich so ein bisschen an Star Trek. Ja, hört sich aber nur so an. Ansonsten hat die gute Frau meines Erachtens wenig mit Star Trek zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ich mach dich Nein, die mal wieder auf Luftbrücke. Vollbild. Ja, die Luftbrücke ist natürlich ein Projekt der Außenministerin, Frau Baerbock, und der Innenministerin. Und dort wurde eine Luftbrücke eingerichtet. Es sind 130 Menschen, vorwiegend Frauen und Kinder, geholt worden nach Frankfurt, die dann weiter transportiert worden sind mit Bussen in die Eifel. Und ja, es sind halt, wie wir wissen, überall Menschen hingeflohen, hauptsächlich nach Polen, aber auch in die Republik Moldau. Und ja, da hat man gesagt, wir entlasten dieses Land, das ja doch sehr, sehr klein ist, und bringen die Flüchtlinge jetzt hier nach Deutschland. Und ja, finde ich auch eine sehr gute Sache. Und es wird wahrscheinlich ja nicht der letzte Flug gewesen sein. Ja, ich bin also auch dafür, dass man das macht und wir müssen halt die Länder auch entlasten. Also insofern ein sehr guter Move. Das war ja auch das Problem, was wir hatten bei der Flüchtlingswelle 2015, dass wir halt Griechenland und andere Länder allein gelassen haben und das sollten wir definitiv nicht tun. Abgesehen davon, dass Polen, glaube ich, vorbildlicher an der Grenze arbeitet als unsere Jungs. Aber das wäre wieder ein anderes Thema. Anderes Thema ist auch das nächste Thema, Lufthansa Business Class Deals ab Lissabon. Diese Business Class Deals im Gegensatz zur First Class haben den Nachteil, dass sie nicht in der Buchungsklasse D reinbuchen, sondern in die Buchungsklasse P wie Paula und damit nur 100% geben. Sie sind nicht ganz so attraktiv, aber man muss ganz ehrlich sagen, bei dem Preis ist es okay. Also da kann man jetzt nicht rumheulen. Wichtig ist, dass die Tickets vor dem 15. Dezember 2022 abgeflogen sind und Ziele bei dem Bei der Veranstaltung, Mario, haben wir da irgendwelche Ziele? Was können wir da Das musst großartig? du den Menschen, den Zuschauern
mal näher bringen. Also den Zuschauern einmal, ich nehme jetzt einfach mal eins exemplarisch raus, das wäre Buenos Aires, was für 1.400, 500 € über die Bühne geht, ist ein geiler Deal, finde ich. Also schon, Buenos Aires ist geil, ist die längste Strecke der Lufthansa, ist ein A3, ist ein B747, also eine 747-8. Hinweis, wer in der Business Class fliegt, sollte im Upper Deck fliegen, dann fühlt sich das an wie in einer 737 All Business Class. Also insofern das als Hinweis. Finde ich ein sehr gutes Ja, Deal. und es Gutes gibt, Deal. Gutes Deal. ist gutes Deal. Und selbst in der P-Klasse gibt es ja bei der langen Strecke durchaus noch eine nennenswerte Anzahl an Meilen. Die auch verdoppelt wird. Also insofern kein Problem. Wer noch Punktemeilen sucht, eine billige Möglichkeit sucht, da gibt es von Payback eine Möglichkeit, natürlich immer die Punkte rüber zu rubbeln, umzurubbeln. Mario hat ja gelernt, dass man das erst dann macht, wenn Lufthansa auch immer Ende des Jahres seine Aktion macht, wo es dann mehr gibt. Jetzt gibt es ein Bild am Sonntag-Abo. Ja, ich weiß, man kann jetzt über die Bild streiten. Diese Diskussion möchte ich aber gar nicht aufmachen. Die sind aber dafür da, dass man in dem Bereich des E-Coupons bei der Payback-Seite Bild am Sonntag für 8 Wochen abonnieren kann als Sonntagszeitung, zahlt dafür nur knapp 20 €, ich glaube 19,60 €, bekommt aber im Gegenzug 2.500 Payback-Punkte, die man dann natürlich mit 25% Aufschlag dann auf Lufthansa Miles & More Meilen umrubbeln kann. Also insofern bei einer 8-wöchigen Laufzeit, gültig bis 27. März, also da müsst ihr heute handeln. Ganz, ganz wichtig, heute handeln. Und also ich finde es okay. Kann man mitnehmen, oder? Ja, Gott, warum nicht? Günstig zu erwerbende Meilen, würde ich sagen. Ne? Ja, also insofern, man kann die natürlich auch öfter bestellen. Also schätze ich, ich weiß nicht, kann man es öfter bestellen? Also, Kannst auch gleich mehrere Abos abschließen, vielleicht. ja, also, ja, also ich weiß es nicht. Also normalerweise kommen die Meilen halt immer innerhalb von 2 Wochen. Und wir sind wieder am Ende der Sendung. Für einige von euch natürlich Dankbarkeit, dass ihr es geschafft habt. Wir sind auch dankbar, dass ihr durchgehalten habt. Es war heute auch eine kurze Folge mit knapp über 10 Minuten, aber nichtsdestotrotz immer abonnieren, Glocke an, liken, kommentieren und wir sagen wieder tschö mit Ö. Tschüss, schönen Sonntag noch. Ja. Sonntag schon? Ist schon Sonntag? Ist schon Sonntag. Ach so, ich gucke es mir dann nochmal an, wenn Sonntag ist. Sollen wir jetzt schnell ein anderes Hemd anziehen, wenn wir die Meilenschnäppchen machen im April, oder? Ich sag mal so, ich beende jetzt das Recording. So.